Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Gear City hier auf dem Kanal von Blankenburg. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid in dieser tollen Folge. Und wir schauen erstmal uns hier um, was es hier noch so zu erledigen gibt. Wir haben ja in der letzten Folge Produktion etwas optimiert vom Gepard 2. Ja, hier sieht es eigentlich auch ganz stabil aus. Wir haben einiges an Geld. Es wäre an der Zeit, mal wieder ein wenig in den Aktienmarkt zu schauen. Und ich schaue mal, ob wir hier wieder kaufen könnten. Das sieht ganz gut aus. 6 Millionen, ja, die geben wir direkt aus. Ich möchte ja hier die Mehrheit erhalten, also über 50%. Wir sind jetzt bei 38. Ja, aber wir merken hier nach oben raus, es wird definitiv teurer. Und irgendwie fällt auch der Kurs hier permanent. Aber gut. Wir wollen ja hier etwas erreichen. So, wir hätten aber noch ungefähr 10 Millionen, die wir investieren könnten. Fangen wir mal oben an. Was sich da noch anbieten würde. Da haben wir hier wieder ordentlich Gewinn gemacht. Beziehungsweise lasst uns mal andersrum anfangen. Wir gucken erstmal, ob wir was loswerden sollten. Adelor? Könnten wir verkaufen. Adelor und Aguelo sollten wir definitiv verkaufen, um ja, die Gewinne hier mitzunehmen. Die klopfen wir raus. All Night and Potatoes eventuell auch. Oh, da müssen wir dieses Mal einiges verkaufen. Ja. All Stone würde ich eventuell sogar noch mal nachkaufen. Und zwar, wie viel haben wir da momentan? 4. Also ich hätte gesagt nochmal so um die 5 Millionen. Ja, machen wir 6. Passt auch. Alpeon würde ich nichts machen. Amores würde ich auch abstoßen. Dann geht's hier weiter mit Apollon. Da waren wir doch gerade schon. Okay. Apeson, das sind wir, glaube ich, momentan nicht investiert. Ne, da können wir erwerben. Ah, da wird nichts verkauft momentan. Argola, könnten wir auch was erwerben. Wird auch nichts verkauft. Aristokrat. Könnten wir denn hier was kaufen? Nein. Die steigen alle sehr gut. So, jetzt sind wir wieder in dem Bereich. Die würde ich auch abstoßen komplett. So, Belind. Die würde ich auch komplett verkaufen, wenn die hier um 15 fallen. Da würde ich mal drin bleiben. Hier. Das lassen wir auch mal stehen. So, wir gucken mal. Die sind hier alle gut im Plus. Beta, da waren wir drin, genau. Da könnten wir eventuell sogar überlegen, ob wir da nochmal nachkaufen wollen. Wie ist denn da der Kurs? Ja, wir könnten hier für 5 Millionen nachkaufen. Warum eigentlich nicht? Ja. Wie geht's hier weiter? Da sind wir gut mit dabei. Das lassen wir mal bestehen. Bluist. Auch gut. Brennlor sind wir auch mit drin. Burnt All wären die nächsten Bubbles.
Da haben wir nichts. Können wir dann da etwas erwerben? Ja, aber für 8 Millionen finde ich fast ein bisschen viel. Ich würde hier auch mal auf 5 gehen. Burli. Sind wir momentan auch nicht drin. Na, die sind aber hier auf hoher Steigung. Burnt All. Da würde ich rausgehen. Charbu können wir auch theoretisch rausgehen. Jetzt kommt aber erstmal Busch. Die steigen aber alle zu gut. Charbu. Ja. Wollen wir hier was erwerben? Warum eigentlich nicht? Würde ich auch auf 5 gehen in etwa. Catty. Ne, die steigen. Charbu. Da habe ich gesagt, da gehen wir raus. Komplett, ja. So, ich scroll mal wieder nach oben. So, das sieht alles gut aus. Die nächsten wären Derp, ja. Ne, die lassen wir auch drin. Dann schauen wir mal, ob hier noch irgendwas dabei ist, was sich lohnen würde. Chicken vielleicht. Die sind gerade sehr günstig. Da würde ich fast auf 10 Millionen gehen. Dog. Na, das ist ja hier alles im Plus. Das heißt, wir können jetzt auf jeden Fall mal bis F gucken, ob es sich lohnen würde, irgendwo einzusteigen. Hier vielleicht mit kleinem Geld. Kolonial. Vielleicht auch mit 5. Dakot. Vielleicht hier auch 5. Ja. Day Hot. Da würde ich auch mal mit 5 einsteigen noch. Damit haben wir nicht mehr viel. Dann gehen wir mal weiter. Die nächste Seite. Jetzt suchen wir hier mal Flan raus. Das war ja das letzte. Gordon Brawl würde ich hier rausgehen. Das suchen wir jetzt hier oben aus der Liste raus. Gordon Brawl. Das stoßen wir ab. Da hatten wir eh nicht so viel. Gordon Pot. Die stoßen wir auch ab. Nimm den Gewinn mit. Und wir stoßen weiterhin noch GVO ab. Und ich begrüße übrigens parallel dazu noch die neuen Zuschauer auf Twitch. Herzlich willkommen. Wenn ihr auch bei einer dieser Aufzeichnungen dabei sein möchtet, dann abonniert einfach meinen Kanal auf YouTube oder folgt mir auf Twitch. Die Verlinkung findet ihr auf der Startseite von meinem Kanal oben rechts. Ihr bekommt dann immer eine Info, wenn neue Folgen aufgezeichnet werden und dürft dann gerne mit dabei sein. So, yo, das hier, das lohnt sich alles nicht, da sind wir gerade im Minus. Wir hätten jetzt nur wieder nochmal ein bisschen Geld übrig, wo wir einsteigen könnten. Jetzt schaue ich mal von unten, da könnten wir UDKs nochmal ein bisschen nachkaufen. Da haben wir ja momentan ein bisschen Defizit, aber warum nicht? Ne, da wird nichts angeboten, gut. Stephen Hall, sind wir da drin? Ja. Boah, da haben wir viel Geld kaputt gemacht. Wollen wir hier wirklich nochmal nachkaufen? Da geht gar nicht viel. Dann kaufen wir da doch nochmal 5 Millionen nach. Und dann sind wir, glaube ich, gut aufgestellt. Und ich sage mal, dann können wir, glaube ich, da waren wir ja schon drin. Die Runde beenden. Spannend, das passiert erst in 4 Monaten wieder. Dann lasst uns mal erst die Runde beenden und dann gucken wir, wie sich das Ganze weiterentwickelt. So,
Geld ist auf jeden Fall wieder positiv geflossen. Das gefällt mir. Verkaufsprobleme keine. Monatsbericht rennen. Ja, gut. Aktienbericht, ja. Dann möchte ich mal gerne gucken, ob wir irgendwo übermäßig Kapazitäten aufbauen. Erstmal nach Nordamerika gucken. Nee, das sieht alles gut aus. Da produzieren wir auch nichts mehr. Die Ameise 2, die könnten wir eigentlich in Nordamerika aus der Produktion nehmen. Das machen wir doch mal. Nordamerika, Ameise 2. Nicht die R2, die normale. Da. Ja, die können wir aus der Produktion werfen. Da haben wir mehr als genug auf Lager. Das sieht hier alles gut aus. So. Die Ameise 2 R2 können wir ebenfalls rauswerfen. Wo finden wir denn die? Hier. Ebenfalls uninteressant geworden. Na gut, das sind aber auch alles ältere Fahrzeuge. Die sind ja jetzt auch schon, was haben wir, 2024? Ja, 7 Jahre alt. Wundert mich nicht. Das passt noch gut. Das sieht auch gut aus. Ja, Hermelin Fuchs könnten wir nochmal reduzieren. Hermelin Fuchs. Ja. Oder wir schauen da nochmal nach dem Preis. Hermelin Fuchs. Ja, so dicke ist da die Marge nicht. Ich würde mal auf 2,999 gehen. Und wir schauen uns das beim nächsten Mal dann wieder an. Was haben wir denn da noch? Da war der Fuchs. Ja, das passt hier eigentlich, Adler 2. Sieht auch gut aus. Ja, das ist hier alles gut eingestellt. Die C-Klasse 55. Da würde ich auch erstmal nach dem Preis schauen. Ja, da haben wir eine sehr hohe Marge. Das würde ich mal auf 4,99 reduzieren. In der Hoffnung, dass der Verkauf dann etwas anzieht. Ja, das hier, das ist alles Abverkauf, was da läuft. Das ist alles gut eingestellt. Titanium könnten wir auch mal noch nach dem Preis gucken. Ja, der ist schon sehr hoch. Ich würde hier mal auf 4,999 gehen. In der Hoffnung, dass es da auch etwas anzieht. Das ist alles gut eingestellt hier. Sehr gut. Ja, grüne Welle R5. Die haben wir, glaube ich, noch gar nicht im Preis angepasst, wenn ich da recht entsinne mich. Ja, da haben wir auch eine sehr hohe Marge. Ich würde hier mal, ja, gehen wir direkt mal auf 3,999, in der Hoffnung, dass das etwas anzieht. Hermelin Kompakt ist ja noch in Entwicklung. Ja, und hier die Diesel-Variante, die schauen wir uns dann in dem Zuge auch gleich mal an. Ja, da haben wir auch eine sehr hohe Marge. Da würde ich mal auf 5,99 gehen. In Europa schaue ich mir die beiden Autos auch mal an. Ich nehme an, dass wir da dasselbe Spiel haben. Ja, dann lasst uns da auch mal auf 3,999 gehen. Und bei der Diesel-Variante, ja, auch auf 4,99. Um hier einfach den Verkauf etwas anzukurbeln. Sehr schön. Perfekt. Ja, dann. Hier war nichts mehr. Das haben wir uns angesehen. Geld würde ich momentan mal noch abwarten. Dann würde ich einfach nochmal eine Runde vergehen lassen. Und wir gucken mal, wie sich das Ganze verhält. So. Perfekt. 42, 50%, 57, es geht voran, 64. Ja, aber wir merken, es dauert immer länger.
Die Konkurrenz ist aktiv und die CPU muss rechnen. So, es müsste gleich soweit sein. Jawohl, da sind wir schon. Ja, diesen Monat sind Steuern fällig geworden. Das sehen wir hier schon. Ja, aber ansonsten können wir uns eigentlich nicht beschweren. Ja, perfekt. Hervorragend. Sehr schön. Ja, zum... Jetzt lasst uns hier noch mal kurz schauen. Lizenziert wurde da wieder. Das passt eigentlich alles. Monatsbericht, Vertragsanfragen, Standorte mit neuer Konkurrenz. Dann möchte ich mal eben kontrollieren, ob wir momentan auch schon alles zur Lizenzierung freigegeben haben. Ja, das sieht gut aus. Motoren ebenfalls, Getriebe ebenfalls. Tja, und bei den Fahrzeugen, da können wir jetzt, denke ich, definitiv diese alten Kisten hier mal noch lizenzieren lassen. Bis 188.000, dann würde ich hier auf 140. Ja, kommt, das ist ein altes Ding. Wir machen mal 110. Halt, 110.000. Ein Einzelstückpreis von 100. Da möchte ich nicht jetzt am oberen Ende der Skala agieren. Die Ameise 2, die können wir mittlerweile, glaube ich, auch lizenzieren. Da wird mir hier ein 14.000, ich gehe mal auf 10.000 und ein Stückpreis von 65, ja, nee, machen wir 60. Die C-Class Basic, da würde ich mal auf 33.000 gehen und ein Stückpreis von 110. Ja, und hier die 1917er Modelle, die würde ich mal noch zurückhalten. Ja, perfekt. Dann hätte ich gesagt, haben wir in dieser Folge wieder einiges geschafft. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch in der nächsten Folge wieder zuschaltet. Die kommt morgen. Bis dahin, euer von Blankenburg.